Heute einiges zum Thema Livestreaming. Willkommen zur mittlerweile 5. Folge von Frag Think Big. Was mache ich bei Frag Think Big? Ich beantworte nochmal eine Supportanfrage, die in den letzten Monaten reingekommen ist, weil wir denken, ja, das könnte interessant sein für einige von euch. Eine Frage, die aufgeschlagen ist, einige Male in den letzten Monaten und die auch ja, total aktuell ist, ist die Frage nach Livestreaming. Wie kann ich meine eigene Veranstaltung livestreamen über die unterschiedlichen Plattformen? Das heißt, welche Technik brauche ich dafür, welches Know-how, welche Software, welche Zugänge? Und genau auf dieses Thema möchte ich heute kurz eingehen. Das heißt, ich zeige euch eine Software, die nennt sich Open Broadcaster Software. Dann zeige ich euch eine Streaming-Möglichkeit über Tablets, die nennt sich Switcher Studio. Nur kurz zur Info, ihr werdet von mir an dieser Stelle kein umfassendes Tutorial erhalten. Umfassende Tutorials, die ich für gut befinde, werde ich einfach unter das Video posten. Dieses Video soll der Übersicht dienen und euch zunächst einmal grundlegend informieren, was es so gibt. Kommen wir zur Open Broadcaster Software. Open Broadcaster Software heißt deswegen Open, weil es eine freie Open Source Software ist, die fürs Livestreaming und Recording gedacht ist. Und das Ganze findet ihr unter obsproject.com. Dort könnt ihr euch hier jeweilige Version runterladen von OBS Studio. Hier die Oberfläche von OBS, wie ihr seht, relativ unspektakulär, aber kann einiges und es lassen sich Livestreams sehr schön gestalten. Auf der linken Seite sehen wir hier, dass wir Szenen einfügen können. Hier kann ich zum Beispiel ein Intro hinzufügen. Und kann so eine Sendung, die ich fahre, im Grunde genommen mir schon vorstrukturieren. Ich habe ein Intro, ein Interview, einen vorproduzierten Clip und ein Outro vielleicht. Und kann jetzt hier daneben Quellen anwählen. Und wie ihr seht, kann ich hier ganz unterschiedliche Quellen anwählen. Bilder, Medienquellen, Texte, Bildschirmaufnahmen, Fensteraufnahmen, Videoaufnahmegeräte anwählen. Also im Grunde genommen habe ich eine große Palette an Möglichkeiten, hier mein Bild zu gestalten. Nehmen wir zum Beispiel mein Videoaufnahmegerät. Hier kann ich jetzt einstellen, welches Gerät ich auswählen möchte. Zum Beispiel nehme ich hier jetzt meine Webcam im Laptop. Und da seht ihr, dass ich das anwählen kann. Hier habe ich jetzt noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Die lasse ich an dieser Stelle einmal und verweise auf die zahlreichen OBS-Tutorials und hier kann ich jetzt zum Beispiel das ganze Bild größer ziehen, in die Mitte packen, wie auch immer. Jetzt auch ein zweites Videoaufnahmegerät hinzufügen, dafür gehe ich nochmal auf Videoaufnahmegerät und gebe den entsprechenden Namen ein, zum Beispiel Logitech, das ist jetzt eine zweite Webcam, die ich angeschlossen habe und wähle diese hier aus. Und wie ihr seht, wird die zweite Kamera ausgewählt. Wenn ich möchte, könnte ich zum Beispiel jetzt auch noch ein Bild hinzufügen. Zum Beispiel eine Bauchbinde. Und hier habe ich einen doch ziemlich ordentlichen Spielraum, was meine Kreativität angeht. Wie gesagt, Szenen sind eher dafür da, um unterschiedliche Settings vorzubereiten. Wie gesagt, zum Beispiel habe ich ein Intro, dann habe ich ein Interview und einen vorgefertigten Inhalt und vielleicht ein Outro und kann somit, wenn ich es einmal gespeichert habe, zwischen den einzelnen Szenen einfach hin und her switchen und habe dann unterschiedliche Quellen eingegeben. Und das, was ihr gerade seht, ist das auch, was dann auch tatsächlich gestreamt oder aufgenommen werden kann. Und wie funktioniert das mit dem Stream? Das zeige ich euch. Auf Einstellungen klickt, dort habt ihr auf der linken Seite den Menü Stream. Dort könnt ihr Streaming-Plattformen direkt auswählen oder aber auch benutzerdefinierte Streaming-Server. Ich klicke jetzt mal auf benutzerdefinierte Streaming-Server. Und wenn ihr zum Beispiel einen YouTube-Kanal habt, dann könnt ihr relativ einfach, und diesen müsst ihr auch zum Livestreaming freigeschaltet haben. Das dauert ungefähr eine Woche. Klickt mal auf euren Kanal, auf den Videomanager und dann findet ihr auf der linken Seite den Punkt Livestreaming. Und
Hier habt ihr jetzt einige Einstellungsmöglichkeiten zu eurem Livestream. Wie soll der heißen? Beschreibung, Kategorie, Datenschutz, Stream-Optionen und so weiter. Wollt ihr das Ganze monetarisieren? Und darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Aber hier unten, das ist das Wichtige. So kommuniziert OBS mit eurem Livestreaming auf YouTube. Dort kopiert ihr euch einfach die URL und den Streaming-Schlüssel und klickt auf Anwenden. Und jetzt könntet ihr rein theoretisch, wenn ihr auf Streaming starten klickt, über den Kanal streamen. Natürlich habe ich jetzt an dieser Stelle relativ simpel mit meinen Webcams hantiert. Es ist aber auch möglich, natürlich noch andere Technik vor den Laptop zu schalten, ein Videomischpult, ein Audiomischpult, wo man Videosignale von unterschiedlichen Videokameras auffängt und dann vorproduziert und das Ganze dann über den Laptop, über OBS auf seinen Kanal schickt. Machen wir bei relativ vielen Veranstaltungen, ist aber doch relativ komplex. Es reichen aber auch relativ simple Webcams und Handkameras, um damit erste Erfahrungen zu sammeln. Eine zweite Sache, die ich sehr interessant finde und auch relativ simpel, ist die App Switcher Studio. Für iOS gibt es sie. Und das wäre auch eine Sache, die ihr eigentlich direkt mit unserem Technikverleih durchführen könntet. Und die zeige ich euch jetzt kurz. Mit Switcher Studio lassen sich mehrere Apple-Geräte in einem Netzwerk miteinander verbinden. Und zwar kann ich auswählen, ob ich das Tablet, was ich jetzt hier gerade benutze, als Switcher benutze oder eben als Kamera. Dafür müssen alle Apple-Geräte mit einem und demselben WLAN verbunden sein. Und eine zweite Kamera kann ich jetzt einfach hier über Cameras on your Wi-Fi Network hinzufügen und hin und her schalten. Links oben haben wir ein Vorschaubild. Auf der rechten Seite oben sehen wir unsere Inputs und das Bild, wie es im Endeffekt gestreamt werden würde. Links unten nochmal ein Überblick über alle Kameras und kann hier eben auswählen und so weiter und so fort. Hab nette Spielereien, kann hier zum Beispiel den Fokus auch setzen, bei jeder Kamera den Autofokus an- und ausschalten. Und das Ganze kann ich kann jetzt auch jede Kamera benutzen, Rückkamera, Frontkamera und kann das Ganze über eine Streaming-Videoplattform schicken oder das Ganze auch lokal recorden und abspeichern. Hier kann ich jetzt einen Channel einstellen. Das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip, wie ich es vorhin erklärt habe. Ihr bräuchtet von eurer Streaming-Plattform die URL und den Streaming-Key. Wie ihr das macht, habe ich vorhin gezeigt. Ansonsten Tutorials unter dem Video. Und welche Einsatzgebiete sehe ich für diese unterschiedlichen Tools? Open Broadcaster Software ist erstmal eine recht mächtige Software und man kann ganz unterschiedliche Sachen damit machen. Man könnte zum Beispiel einen Videochat damit produzieren und unterschiedlichste Gestaltungselemente und Bauchbinden etc. hinzufügen. Wenn man sehr viel Ahnung hat und auch viel Technik im Background, kann man auch ein komplettes Live-Set mit professionellen Kameras aufbauen. Also dazwischen gibt es sehr viel Platz und sehr viel Gestaltungsspielraum. Habt ihr noch andere Einsatzmöglichkeiten bzw. habt Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge, dann seid doch so nett und lasst mir einfach einen Kommentar da. Und habt ihr selber Supportbedarf oder Fragen an uns, an die ThinkBig Digitalwerkstatt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an digital@think-big.org oder schreibt uns eine WhatsApp-Nachricht oder ruft uns an unter der Nummer 0176808595 46. Bis dahin, ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr habt was mitnehmen können. Macht's gut, tschüss!